Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr wirklich sehr, sehr geiles Gameplay mit meiner Meinung nach der besten Waffe oder die zweitbeste Waffe, wie auch immer man will, in MW2. Und zwar ist das die AKU, auch eine sehr, sehr gute Anfängerwaffe, falls ihr jetzt neu in MW2 seid und dieses Video hier seht. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil am Ende zeige ich euch, welche Aufsätze die besten sind für die AKU. Die AKU heißt ja in MW2 jetzt Kastov 74U. Und wie gesagt, ihr werdet gleich Gameplay sehen. Das Gameplay wirklich sehr, sehr, sehr nice. Ihr werdet sehen, was da passiert ist. Und ich habe übrigens die AKU jetzt auch auf Platin. Das heißt, ich habe alle Sturmgewehre auf Gold gespielt. Und die AKU ist jetzt die erste Waffe, die ich auf Platin gespielt habe. Ich zeige euch, beziehungsweise ich sage euch später im Video nach dem Gameplay noch einen kleinen Trick, wie man die Waffen am besten auf Platin spielt, beziehungsweise wie ich das getan habe. Und ich zeige euch auch noch die Challenge dazu. Also bleibt dran, lasst am Ende des Videos gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und ein Abo natürlich für mehr Call of Duty MW2 und auch Warzone 2 Videos. Warzone 2 und Season 1 kommen ja am 16.11. schon raus. Darauf freue ich mich auch schon extrem. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Und nach dem Gameplay, wie gesagt, Aufsätze werdet ihr sehen. Ich zeige euch einen kleinen Trick, wie man Platin erspielt und so weiter und so fort. Deswegen viel Spaß. Summer of 69. Der Feind erobert Bravo. Wir haben Bravo verloren. Wir verlieren Alpha. Die sind hier, oh mein Gott. Drohne kreist über Einsatzgebiet. Aufklärung. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Angreifen! Wir verlieren Alpha. Wir erobern Charlie. Wir haben alle Zielobjekte verloren. Scheitern ist kein Kampf. Drohne hat keinen Treibstoff mehr. Sie kehrt zur Basis zurück. Oh mein Gott, was passiert hier? Obi? Wichtig und richtig. Oh, okay, die sind down. Oh mein Gott, der ist da oben. Obi ist so wichtig. Oh mein Gott. Feindaufgabe. Die geben auf. Nein. Nein, das kann nicht sein. Oh, Leute, das war meine zweite Tarnung, meine zweite Runde mit der Platin-Tarnung. Und ja, wir hätten einen Nuke raushauen können, aber leider nicht. Ich weiß nicht, auf welcher Streak ich gewesen bin. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten zeige ich euch jetzt gerne die Aufsätze auf meiner AKU. 23:1 bin ich gegangen. Oh mein Gott, und die Gegner haben aufgegeben.
Ich hätte echt den Nuke raushauen können, ne, Chat? Boah, das war meine beste Runde, glaube ich. Das war bis jetzt meine beste Runde. So, Leute, wir sind jetzt in-game. Ich zeige euch jetzt die besten Aufsätze für die Kastorf 74U. Ich liebe die Waffe einfach, wirklich. Die Waffe ist einfach unnormal gut. Und zwar bei Lauf haben wir einmal den letzten Lauf drin für mehr Bewegungstempo und Zielgeschwindigkeit. Zielgeschwindigkeit wirklich sehr wichtig hier in MW2. Und wir haben natürlich das Waffentunings-Feature immer noch nicht drin. Das kommt irgendwann rein, sobald das Waffentunings-Feature gepatcht worden ist. Ja, da kann ich euch momentan keine Infos zu geben, wann das Ganze sein wird. Bei Mündung habe ich hier den X10 Havoc 90 drin für bessere Rückstoßkontrolle, sowohl horizontal als auch vertikal, dafür weniger ZV-Geschwindigkeit haben wir aber mit dem Lauf wieder drin und ein bisschen weniger Zielstabilität, aber das ist völlig in Ordnung so. Dann haben wir hier bei dem Unterlauf den VX Pineapple drinne für bessere Rückstoßkontrolle nochmal. Zielgeschwindigkeit wird ein bisschen weggenommen. Normalerweise würde ich jetzt hier den Agentengriff reinpacken, aber der Agentengriff wird erst freigeschaltet durch die Aufstufung von X13 Automatik. Das ist eine vollautomatische Pistole auf Stufe 17. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht, aber an alle, die das schon freigeschaltet haben, wählt auf jeden Fall den aus. Der Agentengriff ist hier der beste, aber falls ihr den noch nicht freigeschaltet habt, so wie ich, dann wählt hier einfach VX Pineapple aus, der ist auch sehr gut. So, dann gehen wir weiter hier zum Griff. Beim Griff habe ich einmal Ivanov ST70 Griff drin, weil das der einzige Griff ist, den ich momentan freigeschaltet habe, für bessere Zuckungsresistenz. Aber der beste Griff, den man hier reinpacken kann, ist normalerweise der True Tech Griff, weil ihr seht ja schon, Vorteile, Sprinten zum Feuern, Tempo wird verbessert, ZV-Geschwindigkeit wird verbessert und das ist wirklich sehr, sehr wichtig in MW2. Nachteile hast du hier auch natürlich ein bisschen weniger Rückschusskontrolle, aber das geht völlig klar. Wird freigeschaltet durch Aufstufung von Wasnek 9K auf Stufe 10. Also falls ihr den schon freigeschaltet habt, nehmt diesen auf jeden Fall rein, aber falls nicht, dann den hier. Ihr habt dadurch natürlich einen kleinen Nachteil, aber weil die AKU einfach ein komplettes Biest ist, ist das nicht allzu schlimm. So, dann gehen wir zum Schaft. Ich habe hier den Spetsnaz S10 Schaft drinne für bessere Zielstabilität. Bewegungstempo beim Ducken, das interessiert eigentlich eher weniger. ZV-Geschwindigkeit interessiert und Sprinttempo. Nachteile, Bewegungstempo beim Zielen werden ein bisschen verringert und die Rückschusskontrolle auch, aber das ist wirklich nur minimal. Das ist aber hier auch nicht der beste Schaft, denn der beste Schaft ist der hier, der Makiv R7 Schaft. Bewegungstempo beim Ducken interessiert hier wieder nicht. Sprinttempo und ZV-Geschwindigkeit interessiert. Das wird hier verbessert. Und dieser Aufsatz wird freigeschaltet durch die Aufstufung von Minibug auf Stufe 9. Also falls ihr den schon freigeschaltet habt, nehmt den rein. Falls nicht, dann den Spetsnaz S10 Schaft. Und das sind momentan die besten Aufsätze. Waffentunings-Feature, wie gesagt, wird immer noch gepatcht. Wird bald wieder reinkommen und wie ihr sehen könnt, ich habe die AKU auch auf Platin. Und zwar ist die Platin-Challenge, erreiche 25 Weitschüsse mit der Kastorf 74U. Und das gilt wahrscheinlich für alle Sturmgewehre. Und diese Weitschüsse macht ihr am besten in Bodenangriff, weil in Bodenangriff hast du natürlich diese großen Maps und kannst da einfach richtig geil die Weitschüsse machen. Natürlich brauchst du da für die Weitschüsse ein besseres Visier. Und zwar würde ich dieses hier empfehlen, das SZSRO7. Dieses Visier auf jeden Fall reinpacken und irgendeinen anderen Aufsatz dafür rausnehmen. Und dann könnt ihr da in Bodenangriff reingehen und in Bodenangriff die 25 Weitschüsse machen. Und ihr seht dann auch bei jedem Kill steht dann Fernkampfabschuss oder Longshot oder wie auch immer. Das steht auf jeden Fall da, wenn ihr einen Weitschuss gemacht habt. Weitschüsse zählen ab 25 Meter und dann könnt ihr so eure Platin-Tarnung freischalten. Und schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr die AKU hier von mir findet und wie findet ihr die Platin-Tarnung eigentlich? Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen und über ein Abo, falls du neu auf meinem Kanal bist, um zukünftige MW2 und auch Warzone 2 Videos nicht mehr zu verpassen. Der Grind geht übrigens heute weiter auf Twitch. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch live auf Twitch und grinde die MPs weiter. Leute, falls ihr euch das anschauen wollt, der Link ist oben in der Beschreibung zu meinem Twitch-Kanal. Wir sehen uns da oder beim nächsten Video. Haut rein und ciao.